Hi Esmeel. So, Mittwoch. Ich bin gerade dabei, meinen Joystick zu machen. Aber vorher möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar wurde mir angeraten, den hier auf den Tank zu legen. Ja, wie ihr aber seht, hier ist nicht mehr viel Platz. Deswegen, der kommt wieder raus. Der kommt da rein und hier kommt ein gerader Anschluss ran. Und dann, warte mal, jetzt muss ich überlegen, müsste ich dann auch hier so einen Bogen machen und der müsste dann halt hier lang gehen. Das Problem wird sein, ich werde hier in die Konflikt kommen. Oder ich mache jetzt einmal komplett rum und dann so rüber. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall muss ich erst mal sehen, wie hoch ich damit komme. Oder ich muss irgendwo anders lang. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das muss nochmal umgebaut werden und den würde ich dann mit NT, also hier kommt ja noch ein NT-Stück drauf. Das T-Stück müsste dann der aufs T-Stück drauf und das geht dann runter auf das Teil. Aber da muss ich erst noch Teile bestellen. Genau, die habe ich noch nicht bestellt, das mache ich heute Abend. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt mich erstmal um den Joystick kümmern. Da sind ja noch etliche Sachen offen. So, ich habe nämlich auch schon mal den ersten probiert. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt quasi, das ist ja die Originalkugel, da ist M4 drinne. Und jetzt habe ich quasi, wartet, ich habe quasi das Teil hier oben bündig abgeschnitten, habe das ein bisschen angeschliffen, habe dann Gewinde drauf geschnitten. Das habe ich aufgebohrt und habe neue Gewinde reingeschnitten. Genau, und dann drauf gedreht und es hat funktioniert. So, wenn man das jetzt guckt, das passt jetzt hier auch wunderbar. Nein, ich habe jetzt ein bisschen Fett noch dran gemacht und es geht wunderbar. Also zeige ich euch den Schritt, wie ich es gemacht habe. Jetzt nochmal ausführlich. Also einmal hier ab. Zum Schleifen gehe ich diesmal am Schleifbock. Das geht dann schöner. Ich habe hier unten jetzt mal verklemmt. Mal gucken, ob es funktioniert. Ein bisschen dreht er sich mit, weil er ist ja so flexibler. Na gut, ein bisschen gegenhalten. Ne, sieht man gar nicht. Nicht schön, aber selten. Aber sollte halten. Ist ja zum Glück nur Messing. Thank you.
Also wenn man sieht. Ja. Okay. Und dann hier einfach draufschrauben. So. So, sollte fest sein. Und voilà, meine Eigenbau-Bautenzug ist fertig. Hätte ich das gewusst, hätte ich das früher gemacht. Also, der Block, das Ding muss hier unten drin. Denn das ist der hier. Zack. Und so. Und die Dinger, die haben hier so einen Kranz und die müssen mit dieser Madenschraube festgezogen werden. So, stecken das durch. Jetzt muss man gucken, ob wer die Höhe hat. So, dann schraubt man das so schön da rein. Ah, frei. Boah, ist da schon der ganze Spuk. Und jetzt muss ich echt überlegen. So hat es dran. So, jetzt die zwei Schraubchen schon. Weil du kannst ja den hier befestigen. Hier sind ja zwei Löcher. Und hier. Und ich habe das Ganze so gemacht. Und jetzt kommt das Ding einfach so dran. Glaube ich, das nicht, was der hier soll. Eigentlich kannst du damit sperren, aber nicht. Passiert irgendwie nichts. So, Donnerstag. Ich habe ein weiteres Problem gesehen gestern. Deswegen habe ich gestern abrupt aufgehört. Die Buchsen oder die Bautenzüge, die eigentlich hier reingehören, haben eigentlich so ein Ding wie hier hinten dran. So, damit man. Die haben dann so einen Ring dran, dass man hier das entsperren kann oder sperren kann. Papa. Diese Dinger habe ich nicht. Ich habe jetzt geguckt, so ein Bautenzug kostet 40 Euro. Das investiere ich nicht mehr, weil ich jetzt irgendwo an dem Punkt bin, jetzt müssen sie rein, egal wie. Okay, ich habe mir jetzt was einfallen lassen. Und zwar seht ihr da so eine kleine schwarze Buchse. Und die habe ich mir hier draus gebastelt. Und wenn ihr seht, der hier vorne wackelt überhaupt nicht mehr und der hinten wackelt wie ein Kuhschwanz. Also der kann hier hinten hin und her. Und deswegen, weil der hin und her kann, macht der hier vorne raus. Und der hier, der geht nicht mehr vorne raus. Also die zwei sind jetzt fest verbunden. Also, hier habe ich die Buchse gebracht. Das ist, wo ich die her habe, keine Ahnung. Die liegt schon seit Jahren an mir in der Wühlkiste. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall raus gefunden, wie man es macht. Oder ich habe mir jetzt einen Plan gemacht. Und zwar brauche ich jetzt eine Buntbuchse. Was mache ich? Als erstes säge ich so 1,5 cm ab. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Zack. Dann habe ich hier ein Schräubchen. Wir machen es am Schleifbock, geht schneller. So.
So, jetzt darf man das nicht zu weit abstreifen. Ich brauche jetzt ungefähr 14 mm. Das messe ich jetzt mal schnell nach. So, zum Einbauen muss ich das Teil erstmal wieder komplett auseinandernehmen. Eigentlich nur den Dings hier rauskriegen. Rausfischen. Und dann machen wir das wie folgt. Kugel ab. Buchse drüber. Und dann kommt nämlich die Buchse. Also der Durchmesser hier unten, der passt genau hier über das kleine Röhrchen drüber. Und das wackelt ja hier so rum. Der wackelt halt nicht mehr rum. Der passt genau drüber. Dann stecken wir das jetzt einfach rein. Hier ist noch so ein kleiner Absatz. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier. Und da stecken wir das jetzt einfach rein. Zack. Und jetzt noch ein bisschen nach unten klopfen. So, irgendwie. Das Ding können wir eigentlich abbauen, das braucht man nicht. So. So, und das Ding wieder reinfummeln. Zack. Zack. Wieder rein. Ach je. So. Und siehe da, er haut nicht mehr ab. Auf jeden Fall gestern, den hätte ich verloren. Und wenn wir jetzt so machen, also ich kann da ziehen wie ein Verrückter, da geht nichts mehr weg. Und was waren jetzt? 10 Minuten Arbeit, die zwei Buchsen zu machen. Gut, ich musste natürlich noch eine halbe Stunde überlegen und suchen und machen. Aber ich sag mal, die halbe Stunde hat sich jetzt echt gelohnt. Sonst hätte ich wirklich nochmal 80 Euro ausgeben müssen und hätte zwei Bautenzüge kaufen müssen. Die es nicht mal gegeben hätte, weil die habe ich, glaube ich, gar nicht gefunden, die Gelänge. Da hätte ich längere nehmen müssen. Und ja, so schnell geht's. Zwei so Messingkugeln und zwei so Buchsen. Ein Haufen Geld gespart. Gut. Ja, ich denke mal, irgendwo gibt es eine Einschränkung. Klar, ich kann jetzt diesen Rastpunkt, oder ich kann es jetzt nicht mal feststellen, aber ob ich es wirklich brauche, keine Ahnung. So, jetzt können wir mal gucken. Ja, hier, das war mir schon klar, dass das so ein bisschen stören würde. Aber dem wollte ich ja eh, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das wollte ich hier nochmal 90 Grad biegen, dass der so ist, dass ich so heben kann, dass ich hier einfach, oder währenddessen noch schnell biegen. Das ist ja nur für den Zusatzkreislauf, das hier. Okay, dann schraube ich das jetzt mal zusammen. Beziehungsweise mache diese blöde Manschette hier runter. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Es wird nämlich gleich dunkel. Ja, also es sind ja eigentlich diese Stückchen rund. Diese Stückchen Gewindebolzen. Hier oben ist so eine Nase drauf. Auch mit einer Not, mit einem Stück Gewinde. Mutter. Und dann kommen hier die Dinger drauf, diese Gabeln. Die muss ich jetzt erstmal alle abschrauben, weil ich vergessen habe, dass man die Hüllen hier, die haben Gewinde drin, die müssen ja hier drüber. Die passen aber nicht da drüber. Also hätte ich erst da, wo die Kugel dran ist, hätte ich drüber stülpen müssen. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Also musste ich alles nochmal auseinandernehmen. Aber nicht so schlimm. So. Schraube ich jetzt mal schnell zusammen. So. Ja. Hat man hier so kleine Pinnippel, so Zylinderstifte. Jetzt muss ich gucken. Das ist der hier. Und der hier geht an die da. Also hier rein. Jetzt nehme ich den, gehe hier dran und stecke hier einfach nur den Stift durch. Und fertig bin ich. Der muss auf beiden Seiten gleich weit rausgucken. Ne? So. Der ist dann komplett versenkt.
So. Der ist dann komplett versenkt. Dann hat man solche Ringe. Die sind glatt innen. Die sind komplett glatt. Und der andere Ring, der jetzt hier dran ist, also hier sind sie schon beide dran. Der andere Ring, das seht ihr hier, der hat so einen Absatz. Seht ihr den? Da. Und der ist quasi hier für, der hält hier den dagegen, der drückt den quasi jetzt an den an das Ventil dran und der ist quasi nur als Abstandshalter gedacht. Genau. Okay. Nehmen wir quasi die zwei. Dann müssen wir das jetzt hier hochschrauben. Und damit kannst du auch die Spannung einstellen, was quasi der Hebel haben soll. Das machen wir diesmal jetzt einen nach dem anderen. So, halt, stopp. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Fett dran machen. So, ich drehe das jetzt nur handfest dran. Und dann habe ich hier zwei Zylinderkopfschrauben und die kommen jetzt einfach hier dran. So. So, ich glaube mittlerweile, dass die Ventile fest sind, also die Schieber. Deswegen muss ich jetzt mal sehen, dass ich die irgendwie lose kriege. So, Freitag. Gestern kam ich nicht dazu, noch was zu filmen, weil es wieder dunkel war. Ich habe jetzt aber die ganzen Betätigungen fertig. So, ja, die Dinger sind jetzt dran. Das geht auch. Relativ, ne, geht stramm. Also ich muss das noch einstellen. Bin mal gespannt. Also, so flüssig geht's nicht. Der geht auch relativ. Das geht noch. Aber hier seht ihr, das war ganz wie Sau. Und das kann man hier eigentlich hier einstellen. Und da habe ich auch noch keine Ahnung. Das muss ich nochmal schauen, wie man das richtig einstellt. Weil wenn ich jetzt hier drehe, dann geht halt der Griff hoch. Ja, muss man mal schauen, wie das genau macht, weil man muss ja eigentlich mehr oder weniger die Mittelstellung finden jetzt. Dann habe ich hier schon mal den Winkel drauf gebaut. Der soll ja damit drauf. Deswegen geht der jetzt so einmal raus, runter, rüber auf das T-Stück. Aber das T-Stück ist noch nicht da. Der hier würde ich eigentlich auch am liebsten ja gleich raus und gleich runter, also eigentlich mit sowas hier oder mit sowas besser gesagt, aber ein Halbzoll gibt es nicht, also ein Halbzoll auf 12 gibt es leider nicht in dieser Einschraubvariante wie hier hinten. Das gibt es nur ab 15, deswegen kann ich das leider hier nicht verbauen, sonst müsste ich hier halt wieder einen Adapter dazwischen machen. Ja, also bleibt mir nichts anderes übrig, als rauszugehen und dann hier so einen Bogen runterwärts. So, da ich ja keine Ersatzteile habe, mache ich für heute Schluss. Morgen decke ich Dach mit. Muss nämlich sofort. Muss nämlich jetzt zur Wehrleitersitzung. Deswegen heute keine Zeit mehr. Ja, wird mal wieder ein kürzeres Video. Wie gesagt, die zwei Leitungen noch machen. Drei Leitungen eigentlich. Ja, die zwei Leitungen noch und dann ist das soweit fertig, dann kann es getestet werden und dann auf jeden Fall, wenn wir es testen, als allererstes die Ballengabel testen. Schön sind eigentlich, da stehen sie, da. Und dann wird erstmal die ganze Hütte hier leer gemacht, dann soll nämlich erstmal alles wieder raus, dass der Traktor hier vernünftig stehen kann. Achso, das habe ich vergessen, also das ist jetzt 29 noch was, der Schalter. Aber mein Bruder hat da noch vielleicht noch einen. Also das Loch ist 29. So, und für alle Huppi-Fans
zum Schluss. Also, Hupi, weggucken. Dein Stein ist nämlich fertig. Und das geht dich jetzt noch nichts an. Ja, und für alle anderen, ja. Da ist er. Der Stein. Ja. Also, genau. So, der Tropfenform. Nase, Brille. Hat er, glaube ich, ja, hat eine Brille auf. Die Augen, naja, das mit den Augen gefällt mir eigentlich nicht so. Mund mit den Zähnen drin. Und die kann ich auch nur so andeutungsweise machen. Die kommen eigentlich, war ein bisschen Abstand dazwischen, aber wenn die jetzt so nah, sieht das auch ein bisschen komisch aus. Und der eine Winkel geht auch ein bisschen weiter zu hoch. Ja, und dann habe ich ja die Form immer als Rad genommen, immer ringsrum. Und das ist quasi das Wasserrad, der Tropfen. Genau. Einzige Manko, was ich nicht so richtig rausgekriegt habe, der ist halt so total gewölbt. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Also wenn ich jetzt was Gerades hinhalten würde, würde man sehen, dass der so gewölbt ist. Aber ich denke mal, das macht nicht so viel aus. Gut. Auf jeden Fall die Idee mit dem Wasserspeier. Die Idee mit dem Wasserspeier ist verworfen. Ich habe mal kurz telefoniert mit einem und er fand die jetzt nicht so, ja, schon schön, aber hinten am Wasserrad sagt er, da kommt das ein bisschen, verliert sich das Teil oder der Stein und das will er nicht. Er will ihn quasi als Eyecatcher haben. Naja, ob mir das so gefällt, dass dann jeder da drauf guckt. Gut. Wir machen einen Termin aus, wann wir den einbauen oder wann die Übergabe ist, besser gesagt. Und dann könnt ihr auf seinen Kanal gucken, wo er hinbaut, wann er einbaut. So, ich verabschiede mich bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.